Ich werde mal ganz, ganz vorsichtig sein. Hier ist ein Neff-Labor. Was haben wir denn hier? Geld. Niffler, da sind Niffler. Ich sehe sie. Warte. Wo war jetzt... Ah ja, genau. Ah, scheiße. Ich habe keinen... Ich brauche mal eine... halt. Was machst du denn? Tiggi, mach das richtig. So. Wir brauchen nämlich den guten Livioso. Da oben. Genau. Und dann hier ran. Hier ran. Livioso. Das war dann mal ein Niffler. Jetzt ist alles gut. Ja, jetzt ist alles gut. Gibt's hier noch mehr? Oh, ich sehe ganz schön viele rote Geschichten. Das Mr. Oaks Lager ist? Wir sind an Roland Oaks Lager. Moment. Dann würde ich doch sagen Folgendes. Wir schleichen uns einmal um die ganze Geschichte rundherum. Also hier sehe ich jetzt keinen Niffler mehr, unbedingt. Wir haben einen. Also einen Niffler haben wir gefangen. Dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wir steigen einfach mal komplett weit hoch. Und versuchen möglichst einen direkten Weg zu Oaks Lager zu finden. Ich glaube, es ist da. Also, schön vorsichtig beim Absteigen. Ich will nicht, dass ich zufällig ausgerechnet genau bei den Vögeln lande. So. Und, Lumos. Was? Eben nicht. Ich wollte eigentlich Folgendes machen. Ja, genau das. Roland Oaks. Ist wahrscheinlich da, ja. Das sieht so groß aus, das Ganze. Ist auch eine Truhe. Renrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen probieren? Akio. Was ist los? Kollege, pass auf, wie du von mir redest. So, ja. Der Vogel. Da oben hörte man eben was. Ja. So, schön wieder hochlaufen lassen. Langsam ein Attentäter der Anhänger. Warum sollte ich das tun? Oh, ich rede schon gar nicht mehr. Noch einen Menschen? Ja. Ist jemand da draußen? Ja. Na komm. Ich habe schon gekämpft, bevor du geboren wurdest.
So. Warte. Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. Wir siegen Kobold 68 von 68 von 100. Nicht schlecht. Warte mal. Falls da sich noch einer drinne versteckt. Ich will den haben. So. Den Mondkalbstein. Nee, das wird nicht funktionieren. So, dann wollen wir doch mal sehen, was die Herren hier so getrieben haben, ne? Ja. Revelio. Oh, interessant. Kafringo. Ist bescheuert. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Okay. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Na super, die Karten in Hogwarts Legacy sind das sind meistens nicht gerade gute Hinweisdinge. Roland Oaks Tagebuch. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldugak sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht Roland Oaks. Ja. Ich halte ja nicht viel davon, sowas in Tagebücher zu schreiben. Ja. So. Ja. Kohle. Ja, aber hier muss auch noch eine Schatztruhe sein, eine richtige. Da, ja, genau. Da. Fangzähne 2. Ja, das sind die Dinger, die wir halt in die Klamotten einweben sollen. Und so viel ich jetzt gesehen habe, ist es so. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Ja, ist ja gut. Es ist so, dass da mehr als ein Ding rein muss und wir haben bisher nicht mehr als ein Ding gehabt. Das wird gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen sollten wir aufpassen, ne? Sollten wir aufpassen, ne? Und möglichst einen entsprechenden Zauber am Start haben. So. Also irgendwas wollen die Kobolde ausgraben und hierfür benötigen sie spezielle Materialien. Och. Klassische Schuluniform mit Schottenmuster. Interessant, meine Lieben. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte Folgendes. Ich komme schon wieder komplett durch. Draußen scheint schon wieder Gegner respawned zu sein. So. Das scheint besser zu sein, was wir da gefunden haben. Wie viel besser? Ach, einen auf Verteidigung. Okay. Ja, also man sieht jetzt nicht unbedingt eine Veränderung. Deswegen muss ich jetzt nicht. Obwohl, heißt der? Das mache ich trotzdem mal. Der guten Ordnung halber. Wieder unser gutes altes Outfit. Ja, sehen auch die Schuhe besser aus. Oh, alter Honk und das Rülps am Start. Inventar. Ja, Niffler. Wir haben einen Niffler. Nee, Tierwesen freilassen kommt gar nicht in Frage.
So, dann hier eine Karte. Ja, die Karten sind nicht gerade besonders gut zu entziffern, finde ich. Eigenschaften, ja, ach ja. Ja, ja. 30 von 75. Ah, way to go. So, ja, damit hätten wir das dann auch wieder. Okay, Kobolukak. Ich muss auch Kobolukak lernen. Jo, da... Ach so, das ist ein Trank, der da rumliegt. Da oben scheint eine ganze Menge Gegner zu sein. Wollen wir da mal hin? Vielleicht gibt es da ja noch Hinweise auf irgendetwas. Vielleicht mache ich aber erstmal Folgendes. Es verlangsamt uns ja nicht mehr, getarnt zu sein. Das war ja mal anders. So, da müsste es hochgehen. Alter, was ich mich hier traue, ne? Ich höre Schritte. Ach nö, das sind nur die Pilze da, die da hüpfen. Ach, guck mal da. Halt. Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Zum Krummbaum. Okay, dann vergesse ich erstmal eine Felsformation. Weiter zum krummen Baum. Krummer Baum. Warte mal, dann lass mich doch mal gucken auf diese Karte. Inventar. Holungskarte. Ja, da. Felsformation. Weiter zum krummen Baum. Ja, siehst du, guck mal. Warte mal. Was ich mal machen könnte, allerdings, das ist, wenn er hier schon gesagt hat, dass wir hier an der richtigen Stelle quasi sind, könnten wir ja mal Folgendes tun. Hier gibt es ja die Möglichkeit, einen Marker zu setzen. Oder? Nee, hier gibt es nur die Möglichkeit, Wegpunkte festzulegen. Verratet mich nicht. Dann lasse ich jetzt mal das Merlin-Rätsel da, auch deswegen, weil wir dann wissen, dass das der Punkt war, wo er gesagt hat, weiter zum krummen Baum. Also da sind wir schon mal auf der richtigen Spur gewesen. Ja, ich finde das mit den Karten eigentlich schon ein bisschen scheuse. Und mir wurde das auch bestätigt von anderen Spielern. Ach, ein Inferius. Warte. Komm, Ringo. Ah. Fuck. Warum habe ich den nicht getroffen? Besiege Inferi 31 von 36. Okay. Habe ich jetzt gerade hier die komplette Inferi-Geschichte platt gemacht? Einfach mal eben so? Das ist ja lustig. Und dabei habe ich das Schatzgewölbe gefunden. Geil. Her damit. Her damit. Ja, ich gucke gerade, wann ich frühestens Feierabend machen könnte. So, ja, ich... Aua, ah! Ja, super. Lumos. Ja, das war mal gar nicht schlau.
Ich dachte schon, mache ich Lumos an? Es ist hier ziemlich finster drinne. Ach so, hier ist wieder so ein Tauchending. Okay, dann tauchen wir mal ab. So, jetzt muss ich nur den Ort finden, wo man hier rauskommt. Ist ja nicht immer so einfach. Ah, guck mal. Schuluniform mit Karo-Weste. Ja, und das war's, ne? Ja. Speaking of verschenktes Potenzial. Mhm. Ja, jetzt wieder rausfinden, wo man rauskommt. Hui. So, und auf geht's nach draußen. Ich hätte ja echt noch Bock weiterzumachen, aber... Ah! Fuck. Wieder vergessen. So ein Kobold, du Kack. So. Rebellieren. Einmal kurz. Rebellieren geht über Studieren. Wenn ihr das da unten gehört, wahrscheinlich zum Merlin-Rätsel. Okay. Also hier unten hatte er gesagt, warte, ob er das nochmal sagt, will ich wissen. Felsformation hat er gesagt. Und dann krummer Baum. Nicht verraten, Jungs. Oh. Mhm. Okay, also ja. Wo ist jetzt der krumme Baum? Da ein geht krummer Baum. Ein krummer Baum. Wie auf der Karte. Baufälliger Turm sollte dann auch nicht weit sein. Baufälliger Turm. Hm. Baufälliger Turm. Das ist der krumme Baum. Dunkler Straßenpöter. Na sowas aber auch. So. Jetzt eine Alraune gegen einen Gegner ein. Mhm. Das könnte man vielleicht auch mal machen. Warte mal. Warum eigentlich nicht? Haben wir noch nie gemacht. Warte mal, wie geht das nochmal? Ah ja, super. Okay, bin nicht mehr ganz auf der Höhe. Also baufälliger Turm. Noch ein Rätsel. Warte mal, die Karte sagt jetzt aber nicht, wo wir hin müssen, ne? Das wäre ja einigermaßen. Ne, guck mal, aber da ist noch eine Flohflamme, die wir noch gar nicht haben. Aha. Ruinen von Korov. Aha. Ja, aber warte mal, dann aber mal ein bisschen. Da ist ein Turm. Hey, geil. Einfach so. Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste sich jetzt südlich von hier befinden. Wer hier wohl gelebt hat? Markierte Ort südlich? Ich gucke gleich mal. Hier ist ein Turm und hallo? Kafringo. Revelio. Ach,
Wie schön. Danke. So, südlich, das zeigt mal. Südlich von hier. Ja, also, ja, südlich, das würde heißen, da unten, da wo die Flohflamme ist. Aha. Moment, Moment, Moment. Wegpunkt festlegen. Ja. Oh, das sieht aber noch ordentlich Feinden aus. Ja, 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 ja. Wisst ihr was, meine Lieben? Ich habe noch einen Schluck Kaffee und ich habe auch noch ein bisschen Tee. Gottfried. Ja, also Straßenköterfälle brauche ich eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Aber nun ja, doch eigentlich schon. Und vor allen Dingen auch alte Magie kann man gut gebrauchen. Alter, waren das viele. Ja, das scheint so ein Bau gewesen zu sein. Aha, da liegt auch noch was. Ja. Uiuiui. Ja, ich wollte gerade Pause machen und jetzt, ich sage, ciao mit Pipi Pause, die ich jetzt machen werde und dann werden wir uns die Kobolde da oben einfach mal vornehmen. Ja, dann bis morgen, dann mache ich noch eine Folge, glaube ich.